Ja, was soll man sagen? Der Roy M18, der ist ein fleißiger Videoeinsender und dazu noch ein guter Spieler. Dementsprechend wird er einfach hier fast schon einen Stammplatz bekommen, muss man ja schon so sagen. Spielt den M48A1 Patton, also nicht nur, dass er hier gute Runden zeigt, sondern auch so Panzer, die man nicht so häufig sieht. Und der M48A1 Patton ist definitiv einer davon. Er ist hier Siegfriedlinie in der Verteidigung und ist hier mit seinem 10er Top-Tier. Ich sag 10er Top-Tier, dadurch, dass er praktisch sogar 9er, 8er Panzer hier hat. Dass ein 10er prinzipiell immer Top-Tier ist, ist mir natürlich bewusst. Und dementsprechend braucht ihr mich da nicht immer drauf hinweisen. Also keine Sorge, ich weiß, über 10 geht es tendenziell nicht in dem Spiel. Also, er bleibt nicht in der Stadt, sondern er fährt jetzt direkt hier außerhalb raus. Und will wohl hier dann gleich was klar machen. Da ist ein Panther. Schneller Hit. Und wieder zurück. Er bleibt wohl auf dem Panther nun auch drauf. Nochmal ein Hit. Und ihr seht, auch immer um die 460 Schaden. Also schöne Alpha für einen mittleren Panzer. Jetzt kommt er da nicht mehr drauf. Steht hier recht lang. Muss aufpassen. Ist eine Arti nämlich da. Der Schuss ist sehr knapp. Also der muss schon. Ja, der ist schon sehr zufällig, wenn der funktioniert. Aber jetzt kommt er hoch. Kann ich hier eine verpassen? Roy hat ein ausgezeichnetes Stellungsspiel im Sinne von, er hat wirklich gut die Map und alle anderen Sachen auch noch im Blick. Da muss ich sagen, da bin auch ich immer ein wenig eingeschränkt. Der IS-3-Hit war zu knapp. Da hat er den eben nicht durchschlagen. So, auch jetzt hier auf den Bulldog hat er auch gut gesehen. Arti bleibt hier drauf. Ist natürlich die 10er-Arti, also hat sie ja ihr Magazin. Und die machen hier ordentlich Krawall, das muss man wirklich mal sagen. Schöner Kill. 13,90 nun weg. Also die sorgen hier für, also dafür, dass die hier die verteidigenden Kräfte sind, muss ich sagen, spielen sie es wirklich super gut. Hauptgeschütz getroffen durch den E-75. Hat er direkt repariert. Der wollte nämlich eigentlich auf den IS-3 gehen, aber der E-75 hat ihn hier genervt. Jetzt wollte er auf den Turm schießen. Vielleicht so ein Lucky Punch auf die Kommandantenluke hat leider nicht geklappt. Aber der EN-100, der steht schön seitlich. Den trifft er super. Ist auch gekettet. Könnte er vielleicht sogar nochmal einen Hit draufsetzen. Ja, trifft nochmal. Er hat geschossen. Und jetzt zieht er sich zurück. Vielleicht ist auf den E-75. Nee, der EN-100 dreht sich nicht. Dadurch noch ein seitlicher Hit möglich und dann wieder weggemacht. Schlecht gespielt vom E-75. EN-100, E-75 wiederum. Jetzt macht's besser. Winkelt an. Nimmt den EN-100 als Wrack zur Deckung. IS-3 hat es auch nochmal probiert. Hat aber direkt bei dem Versuch nochmal eine draufbekommen. Zieht sich jetzt zurück. Und ganz knapp vor der Zerstörung ist er da jetzt gestanden, der IS-3. Und jetzt Kommandantenluke trifft er da schön. Und jetzt beide mit nur noch unter 100 HP. Und der war knapp daneben. Hat nicht geklappt, aber jetzt hat er geschossen. Dementsprechend hat er jetzt knapp 14 Sekunden Zeit, nochmal seinen nächsten anzubringen. Und wow, was ein toller Schuss. Ja, der Roy, der kann zocken. Und jetzt hier gleich noch einfach den IS-3 nochmal natürlich mitgenommen. Die HP, die lässt man sich nicht entgehen. Hat schon 4300 Schaden auf der Uhr. Der E-75 bekommt jetzt auch nochmal eine. Ja, der macht es super. Muss man einfach sagen, er kann definitiv Panzer fahren und den M48 patten. Obwohl er so selten zu sehen ist, sieht man, dass der echt auch was kann, der Panzer. T10 in der Stadt, IS-4 in der Stadt. Da wird er sich jetzt wohl so ein bisschen hinorientieren. Hat auch noch voll HP. Ja, er zeigt uns mal eine On-Top-Sicht auf diesen. Centurion ist schon weg. Jetzt ist er auf. T10 hat auch eine bekommen. Also er aimt super schnell, super genau. Da merke ich halt einfach, dass ich langsam alt werde, weil sowas schaffe ich nicht mehr in der Häufigkeit, wie es er hier zeigt. 5500 Schaden.
und nochmal einen. Und selbst wenn er einmal fängt, ist egal. Und nochmal. Jetzt hat er nur noch 504 Struktur, der IS-4. Also man muss sagen, dass er, so wie das Team, macht es hier sehr gut. T10 will jetzt abhauen. Den lässt aber nicht so einfach los. So, alle weg. Jetzt noch der IS-4 am Start. Er fährt ihn hier mit Cola, wie man sieht, übrigens unten. Vielleicht noch als kleine Anmerkung immer mal gesprochen. Was für eine Crew drin ist, kann ich euch leider nicht sagen. Das weiß ich leider nicht. So, da hinten M41 da unterwegs, der Bulldog. Hier zu seiner rechten oder zu seiner südlich, muss man ja fast schon sagen. Da hat er die anderen, inklusive den Ru, den er natürlich, wie soll es anders sein, auch noch eine mitgibt. 7101 Schaden gemacht. Da ist die Arti offen. T62 hat auch mal rausgeguckt. Er macht hier einen kleinen Schlenkerer, dass er nicht Target für die Arti ist. So, da der Ru, Wahnsinn, aus der Fahrt heraus nimmt er den weg. Und jetzt will er sich scheinbar auf die Arti fixieren. Schafft er aber nicht, kriegt er nicht ins Ziel und jetzt nervt ihn der T62A auch noch. Also von dem her nimmt er jetzt doch den T62A. Jetzt hat er ihn aber nochmal getroffen. Noch einen Hit, jetzt ist er im One-Shot-Bereich und die Arti ist zerstört worden und er nimmt jetzt den T62A raus. Sensationell. 5 Kills leider nur, also der Krieger wäre absolut verdient gewesen. 7951 Schaden gemacht und für mich ganz klar Replay of the Week. Roy an dieser Stelle, Glückwunsch, tolles Match. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer El Caramba.